Ja, herzlich willkommen zurück zu Wing Commander 4. Und wie ging es denn jetzt eigentlich weiter hier? Videos, ja? Okay. Ja, das könnte lustig werden. Wie immer. Ja. Ja, heiß, wa? Reis aus Ach, der das sieht aber Weltraumtüte. lecker aus. Danke. Bitte. Ah, Colonel! Colonel! Setzen Sie sich doch. Nein, nein, danke. Ich habe über Ihre Worte nachgedacht. Haben Sie dazu Zeit gehabt? Nein, im Ernst. Sie hatten recht. Ich finde es inzwischen auch richtig, den Kilrathi zu helfen. Ich war es, die ihn davon überzeugt hat. Gut gemacht, danke. Oh, da fällt mir ein, Colonel. Haben Sie im Zwischendeck den neuen Hausgast gesehen? Oh, DVD-Layer-Wechsel oder was? Nein, aber ja. Das werde ich gleich nachholen. Nur weiter so. Sir? Das ist wohl offensichtlich, aber okay. Ja, diese, ich habe da nochmal geguckt. Und zwar hatte man bei dem, wenn man das selber patcht und halt eben nicht die GOG-Version hat, hat man so ein, ist dann im Startmenü eigentlich, da hat man Schieberegler zwischen Kompatibilität und weiß ich nicht was. Und da konnte ich eigentlich mal nachhaken, dass die Videos dann halt, dass diese Momente halt nicht so doll sind. Es geht bei der GOG-Version nicht und ja, wie schon mal erwähnt, hat das alles seine Vor- und Nachteile. GOG-Version, ja, 1080p ist echt gut, aber teilweise ist das Ganze dann doch ein bisschen verzapft. Mal gucken, ob sich das in Zukunft ändert. Es gibt ja immer wieder mal Updates, sodass man auch neues Setup runterladen kann und so weiter und so fort oder über Galaxy dann ein Update fahren kann und ja, ich würde wetten, das wird in Zukunft nochmal besser werden. Da hat sich ja mittlerweile die letzten ein, zwei Jährchen doch einiges getan bei GOG und ja, geben wir uns damit zufrieden, dass er diese DVD-Videos auf 1080p hochskalieren muss und dass das erstmal zu Anfang halt eine Weile dauert und nehmen das mal so hin, weil für dieses Let's Play hier sollte sehr hohe Auflösung eigentlich ja das Maß der Dinge sein, weil Qualität auf YouTube eben, ne? Wir müssen da halt klotzen, nicht kleckern. So, jetzt wird's lustig. Eigentlich. Sind Sie der Boss? Ja, sowas ähnliches. Lieutenant Colonel Decker und Kompanie melden sich zur Stelle. Ich bin Colonel Blair. Ah, der Katzenkiller. Wo waren Sie? Wir haben Sie schon vor Stunden erwartet. Uns kam im Linux-System was dazwischen. Ich hörte, Sie begleiten ein paar Katzen nach Hause. Ist das ein Problem für Sie? Sie sehen einen Repleter-Veteran vor sich, der aus einem Gefangenenlager entkam. Die Kilrathi hielten mich fest. Jahrelang. Aber dieser Krieg ist vorbei. Ja, jetzt steht uns ein neuer Krieg bevor. Ja, ich weiß. Es sind alles Experten, was den Nahkampf anbelangt. Der momentane Eindruck täuscht etwas. Hey, Freunde, aufgestanden! Na los, wird's bald! Wir sind einsatzbereit. Gut. Sie werden gebraucht. Also machen Sie sich fertig. Zu Befehl. Beeilt euch! Erst alle dick am Pennen. Wir haben halt kaum Ressourcen, ne? Ja. Oh yeah. Was kommt denn als nächstes?
Eieieiei. Sie könnten sich darauf verlassen. Okay. Wir werden bald Maleks Heimat erreichen, eine kirathische Basis. Wie ist Ihr Zustand? Ich habe vergeblich versucht, Kontakt mit ihr aufzunehmen. Völlige Funkstille. Ich habe keinerlei Antwort erhalten, Sir. Mit anderen Worten, wer oder was da unten ist, wissen wir nicht. Da die Marines endlich eingetroffen sind, machen wir Folgendes. Ich nehme zwei Flügelmänner und säubere das Gebiet. Die Basis befindet sich am zweiten Navigationspunkt. Mhm. Sobald wir das Gebiet gesichert haben, senden wir Decker und seinen Männern ein Signal. Sie werden dann zur Basis fliegen. Wir geben ihnen Geleitschutz. Malek folgt im eigenen Shuttle. Sobald er gelandet ist, eskortieren wir die Marines zur Intrepid zurück. Diese befindet sich dann nahe dem aus dem System führenden Jump Point. Und denkt immer daran, da draußen könnten weitere vom Feind geflogene Grenzweltenschiffe sein. Alles verstanden? Wegtreten! Jetzt müssen wir uns verabschieden, Malek. Mein Rai wird an dem neuen Bild, das ich vom Herz des Siegers gewonnen habe, sehr interessiert sein. Möge es immer so bleiben, mein neuer Freund. Ja. Die Katzen verabschieden, ne? Das ging dann aber jetzt doch recht fix. Ja, bleibt ja wieder nur der Apparat da. Has been detained in the infirmary, also der wird jetzt gerade geheilt, oder? Irgendwie sowas, ne? Der ist doch nicht, ja, deceased ist nämlich verstorben. Vagabond ist ja leider gehimmelt. Gut. Hat das geklappt, dass wir Primate wiederkriegen? Das ist sehr erfreulich. So, hier mal gucken, wie ich jetzt zur Rande komme. Aber wir können ja einfach mal. Ja, Maniac habe ich keinen Bock drauf. Ich würde sagen, wir nehmen Panda und Hawk dazu. Das ist nämlich, ja, wird sich in der Story noch zeigen. Ein Dream Team. Aber nicht in dem Sinne. Habe ich irgendwie gespoilert, was ich eigentlich gar nicht wollte, aber na gut. Kann man jetzt auch viel interpretieren. Lassen wir das. Weiter geht's. Absolut. Da sind die Halunken. Lösen und angreifen. Ich ziehe los. Lösen und angreifen. Die mache ich fertig. Drauf da. Hat irgendwie kaum eine Chance. Ja, ich bleib mal bei diesem Veteran. Bam. Sieht ruhig aus, Colonel. Sollen wir die Shuttles reinholen? Ja, los doch. Ihr Weg ist frei, Decker. Und dann? Wir kommen mit der Lieferung, Boss. Wo kommen die denn her? Da sind die Halunken. Lösen und angreifen. Ich ziehe los. Verdammte Scheiße. 1:0 für die Guten. Na komm, einer war da noch. Ich hab dich noch gehört, wie du dich unsichtbar gemacht hast. Mit L tut sich nichts. Stehe. Was ist der Status? Leichte Schäden. Ja, damit kommst du aber zur Rande, oder? Ich bin ja hier jetzt auch kein Kindergarten-Schwierigkeitsgrad, sondern ein bisschen mehr. Wie gesagt, das Spiel ist schwieriger wie der dritte Teil. Ich denke, das merkt man auch, wenn man mein voriges Let's Play gesehen hat. Da habe ich nicht ganz so verkackt irgendwie, glaube ich, insgesamt. Ja.
verspüre das Bedürfnis, meinen Joystick wieder zu installieren. Eigentlich wird das mal Zeit. In der Hoffnung, dass es auf Windows 10 auch läuft. Mal gucken. Aber eigentlich sollte er das. Gucken für den nächsten Part vielleicht. Vielleicht fügt sich das dann auch besser. Mal schauen. Es soll hier auch nicht um Pilotenkünste gehen, sondern eigentlich mehr um die Story, finde ich, bei diesem Spiel. Und ja. Die Katze ist wieder zu Hause, Boss. Wir hauen ab. Ich Katze wieder zu Hause. Seien Sie versichert, ich werde Ihnen mein Leben lang dankbar sein, Herz des Tigers. Jo. Mission abgeschlossen. Dann ist ja alles cool. Katzen gerettet oder so. Ach, verdrückt. Ich bitte um Landeerlaubnis. Ah, gut gemacht, Colonel. Sie können landen. Dann war das abgefrühstückt, würde ich sagen. So. Tja. Ah. Wieder so eine richtig geile Videosequenz hier. Was zum Teufel? Mein Radar ist gerade ausgefallen. Genau wie bei mir. Schilde sind auch weg. Flügel 3, bitte melden. Mein Kontrollsystem ist abgestürzt. Wo kamen die denn her? Wie soll ich das wissen? Die hatten keine Radarprobleme. Ich hänge an einem dran. Rakete los. Sie peilen dich an! Oh mein Gott! Die haben auch unsere Feuerleitsysteme ausgeschaltet! Dann noch mit Excalibur, ja. Sir? Scheiße. Während Sie weg waren, kam eine wichtige Meldung des Admirals. Lassen Sie hören. Ja, sofort, Sir. Colonel, ich erhalte beunruhigende Nachrichten aus dem Pylos-System. Wir verlieren dort Schiffe, aber weit und breit sind keine Feinde zu orten. Ich möchte, dass die Intrepid dorthin fliegt. Peleus ist lebenswichtig für uns. Das System ist unsere größte Treibstoffquelle und unser wichtigster Stützpunkt. Verlieren wir Peleus, können wir keinen Sieg davon tragen. Sie haben ihn ja gehört. Ja, Sir, ich gebe bereits die neuen Koordinaten ein. Ich bin Captain. Oh. Das verstehe ich nicht. Was ist, Lieutenant? Schilde aus, Radare aus, Sensoren aus und Zielsystem aus. Notsystem einschalten. Jetzt sind wir wehrlos. Kursumkehr. Verstanden, Sir. Vielleicht können wir aus dem Störbereich fliegen. Na, großartig. Jetzt darf ich blind fliegen. Ich muss mich durchwühlen wie diese widerlichen Sandwürmer auf Isis 7. Sie haben doch Augen, oder? Willkommen in Peleus. Kann ich noch von der Reise zurücktreten? No way. Da geht nix. Keine Videos, ne? Huh? Gleich nächste Mission. Na komm, dann frühstücken wir den Krempel ab hier. Machen wir auch noch mit. Zumindest die Videosequenz, ja. Und? Wir konnten uns aus dem Bereich des Schwarzen Lochs zurückziehen, Sir, aber leider sind wir immer noch halbblind, so sieht es aus. Ich sehe keinen anderen Weg. Kampfpatrouille ist angesagt. Das ist reiner Selbstmord, nein! Eine ganze Flotte könnte da draußen auf uns warten. Ohne Radar, ohne Schilde? Und wenn wir kein Zielsuchsystem haben, dann können wir nur noch Dart-Raketen einladen. Okay, irgendwie wurde dieses System abgeschottet. Wir müssen das wieder rückgängig machen. Na los! Oh, das ist doch mal eine Ansage, wa?
Aber das würde ich sagen, machen wir beim nächsten Part, weil ich weiß nicht, wie lange ich schon aufnehme und ich wollte nicht so viel rumschnippeln. Insofern, ja, bis zum nächsten Part.